Okay, mache ich mal weiter. Genau, einmal herzlich willkommen, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und zwar beschäftigen wir uns heute ein bisschen mit dem Thema, wie man wartbare Maschinen-Images und Container-Images eben mit Packer erstellen kann. Und zwar erzähle ich ganz kurz was zu meiner Person. Und zwar, ich bin Johannes Graf, bin seit 2011 bei Synnex als Softwareentwickler angestellt. Und in der Zeit davor habe ich studiert, beziehungsweise habe auch als Systemadministrator gearbeitet. Genau, kommen wir mal zur Agenda. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar zuerst gehen wir einmal darauf ein, was Packer eigentlich ist. Wir gehen ein bisschen durch die Use Cases durch, wie man Packer verwenden kann. Wir schauen uns auch einmal an, wie so auf relativ abstrakter Ebene so ein Packer-Build abläuft. Wir schauen uns viele Codebeispiele an mit den Templates und anhand einer Beispielanwendung, und zwar ist es die Urlaubsverwaltung, die wir bei Synnex entwickelt haben, wie man die eben als Image bzw. Container bauen kann. Und wenn die Zeit noch reicht, gehe ich auch noch ein bisschen auf Bildoptionen bzw. auf das Problem ein, wenn irgendwie der Build fehlschlägt, wie kann man dann sich da durchhangeln, dass dann der Packer-Build doch durchläuft. Okay, was ist eigentlich Packer? Packer ist ein Open Source Tool for creating identical machine images for multiple platforms from a single source configuration. Was versteht da eigentlich Packer drunter? Das heißt, Packer hat eine gewisse Abstraktion geschaffen, um eben von einer Quelle aus für verschiedene Cloud-Provider oder Virtualisierungsprovider einfach Images zu bauen. Das heißt, ein Packer kann dann verschiedene VMs anlegen, hochfahren, runterfahren. Aber Packer ist auch eben in der Lage, für verschiedene Configuration-Management-Werkzeuge eben das Tooling drumherum zu bieten, dass wenn wir eben das Image erzeugen wollen und schon eine VM haben oder einen Container, dass wir das entsprechend auch provisionieren können. Genau. Kommen wir auch mal zu den Use Cases. Also Packer bietet sich super an, wenn man eben eigene Cloud-Images bauen will, zum Beispiel für Amazon, EC2 oder für Azure. Also da gibt es relativ viel Unterstützung, aber ist auch ziemlich gut erweiterbar. Wenn man eigene Vagrant-Boxen bauen will, wenn man die zum Beispiel bei sich auf einem Entwicklungsrechner nutzt, bietet sich es eben auch gut an. Ein weiterer Punkt ist eben, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, eben Container-Images zu bauen. Hier gibt es aber noch einen kleinen Unterschied. Also es wird alles, zum Beispiel, wenn man Docker verwendet, läuft es ohne Docker-Files ab. Aber das schauen wir uns nachher noch im Detail an, wie sich das unterscheidet, wie wenn man eben mit Docker-Build ein Image erstellt. Dann ein zusätzlich weiterer Punkt ist eben die Dev-Prod-Parity. Darunter versteht man einfach, dass derjenige, der auf seinem Laptop irgendwie Software entwickelt, ein möglichst ähnliches System haben will, wie es zum Beispiel in der Produktion läuft. Das heißt, da kann man dann zum Beispiel dieselbe Datenbankversion verwenden, ohne sich die auf seinem Laptop direkt installieren zu müssen. Und dann kann man eben über VM-Images eben sich die Bildumgebung so hinstellen, die dann eben genauso aussieht, wie wenn sie zum Beispiel in Produktion läuft. Das heißt, lokal könntest du zum Beispiel mit VMware laufen oder mit VirtualBox und Produktion könnte ich dann einfach meine Umgebung mit EC2 laufen lassen. Und da ist natürlich wichtig, dass die Umgebungen möglichst ähnlich ausschauen. Gleich werden sie wahrscheinlich nie ausschauen, aber dass sie sehr, sehr nah sind. Und der letzte Use Case, wo es sich auch super anbietet, ist einfach, wenn man ein Softwarehersteller ist und seine Software eben als Appliance anbieten will. Dadurch, dass in der Virtualisierungswelt relativ viele unterschiedliche Systeme existieren, bietet Packer eben durch seine Mächtigkeit, durch unterschiedliche Tools einfach die Möglichkeit, super verschiedene Appliances zu bauen, ohne für jeden Virtualisierungsprovider oder Cloud-Umgebung eigene Skripte schreiben zu müssen. Okay. Ich male jetzt mal so einen abstrakten Packer-Build einfach an. Und zwar sieht es so aus, dass wenn wir eben Packer verwenden, es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Wir können zum Beispiel mit einem leeren System anfangen. Das heißt, wir müssen erst unser Betriebssystem installieren und starten zum Beispiel von dem ISO. Das wäre eine Möglichkeit. Es könnte aber auch sein, dass wir zum Beispiel schon ein existierendes Amazon Machine Image verwenden. Es könnte aber auch sein, dass wir irgendwie schon für VMware oder für VirtualBox einen OVA-File haben.
Das heißt, es ist einfach eine Beschreibung von der virtuellen Maschine beziehungsweise das Disk-Image, das dazugehörige. Und da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel noch Docker schreiben wir mal noch mit auf. Und auf der anderen Seite unterstützt Packer natürlich auch verschiedene Provisionierungsmöglichkeiten. Das heißt, alles, was es in Richtung Configuration Management gibt, ist hier auch angesiedelt. Der einfachste wird wahrscheinlich einfach eine Linux-Shell sein. Für Windows gibt es auch Unterstützung für PowerShell, dass man mit einer PowerShell provisionieren kann. Aber es ist auch Ansible-Unterstützung dabei. Oder Chef. Oder Puppet. Die ganzen Sachen, also hier auf der linken Seite redet man von den sogenannten Bildern und auf der rechten Seite, das sind die Provisioner. Und die beiden Komponenten, die werden in dem Packer Template definiert. Das ist im Prinzip ist es JSON mit ein bisschen Code drumherum, dass man eben Variablen auch definieren kann. Das heißt, es fließt hier irgendwie rein. Und wenn ich dann eben ein Packer Template definiert habe, für meine ganzen Umgebung, wie ich sie eben auszusehen oder wie sie eben auszusehen haben, kann ich eben mein Packer-Bild anstoßen. Und wenn ich jetzt hier verschiedene Bilder verwende, läuft in der Regel der Packer-Bild hier unten parallel ab. Das heißt, wir provisionieren alle oder wir erzeugen von allen verschiedenen Cloud-Umgebungen oder Virtualisierungslösungen eigene VMs und Packer führt es parallel einfach aus. Wenn man das Ganze debuggen will, kann man das auch eben so ausführen, dass es sequenziell abläuft, dass ein Bilder nach dem anderen abläuft, dass wenn es irgendwie Probleme gibt, dass man da dann entsprechend reingehen kann. Zum Schluss. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Image erstellt wurde, fällt ein Artefakt raus. Manchmal ist es eben so, zum Beispiel bei Amazon, dass es nur eine Image-ID ist zu einem AMI. Aber es könnte auch sein, wenn ich für VirtualBox oder für VMware ein Image baue, dass dann eben mein virtuelle Disk-Image rausfällt und meine UVA-Beschreibung. Beziehungsweise, wenn ich eben mit Docker irgendwas ändern oder was machen will, ist natürlich da auch interessant, dass wir eben sagen, okay, wir taggen den Container. Und veröffentlichen den eben auch entsprechend auf dem Docker Hub oder zum Beispiel in der privaten Registry. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Disk-Image haben und so ein OVF-File, können wir das zum Beispiel auch noch in eine Vagrant-Box umwandeln. Das läuft dann hintenher weiter. Und bei der Vagrant-Box kann man sich überlegen, ob man die zum Beispiel bei sich lokal irgendwo ablegt oder bei sich in der Firma im Netzwerk, beziehungsweise ob man die auch mit anderen teilt und dann zum Beispiel bei Atlas veröffentlicht. Kommt mein Bild wieder? Okay. Das heißt, hier unten haben wir dann eben verschiedene Möglichkeiten, wieder mit den Artefakten, die dann bei einem Packer-Bild eben rausfallen, eben entsprechend weiterzuarbeiten. Hier unten in dem Bereich, wenn wir zum Beispiel das Artefakt hier oben in eine Vagrant-Box umwandeln wollen, gibt es noch bestimmte Post-Processors.
Das hier der Bereich. Beziehungsweise hier oben haben wir die Images, beziehungsweise Artifacts. Okay, habt ihr es soweit erstmal Fragen oder war das einigermaßen klar? Okay. Dann schauen wir uns ein paar Codebeispiele mal an. Könnt ihr das soweit alle lesen oder soll ich es noch ein bisschen größer machen? Ist okay so? Okay. Und zwar, das wäre jetzt einfach mal ein ganz leeres Packer-Image, beziehungsweise Packer-Template. Das heißt, wir haben einmal eine Sektion, wo wir die Bilder beschreiben, beziehungsweise die Provisioner. Wir können hier dann auch die Post-Processors beschreiben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben, dass wir auch noch ein paar Variablen beschreiben können. Das heißt, wenn wir irgendwie für EC2-Images bauen wollen, dass wir nicht eben in das Template unsere Credentials reinschreiben müssen, sondern dass wir die eben entsprechend auch auslagern können. Okay, schauen wir uns einmal so eine ganz kleine Demo an. Was wir hier verwenden, einen Moment. Was wir hier verwenden, ist ein relativ dummer Builder. Was der eigentlich macht, ist, wir geben einmal einen SSH-Host an mit einem Port, Benutzername und Passwort. Und dann verbinden wir uns per SSH dort drauf und können da ein bisschen rumspielen. Wir können zum Beispiel hier mal mit einem Shell Provisioner einfach inline sagen, wir möchten mal den Hostname ausgegeben bekommen, beziehungsweise wir möchten uns mal die Umgebungsvariablen anschauen. Hier bei den Variablen hier unten, die müssen wir einmal alle definieren. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, hier oben zum Beispiel bei dem SSH-Host, wir möchten gerne den SSH-Host verwenden, sondern bei den Variablen ist es wichtig, dass wir die alle definieren, dass wir die hier oben in dem Bereich dann global verwenden können. Wir schauen uns das auch mal an, wie das zum Beispiel aussieht. Das heißt, wenn wir mal mit Packer uns so ein Template anschauen, dann sehen wir einfach schon mal, okay, es gibt eine gewisse Definition von Variablen. Wir verwenden nur den Null-Builder und als Provisioner läuft nur der Shell-Builder. Was uns hier gleich noch ins Auge sticht, ist, das ist auch wieder hier so eine Variablendefinition. Das heißt, wir können auch über Umgebungsvariablen eben entsprechend das Ganze beisteuern. Wir verbinden uns über SSH kurz auf eine Maschine. Wo habe ich die Ding gestartet? Ah, die läuft schon. Okay. Das heißt, Vagrant oder die VM ist auf meinem Localhost auf Port 2222 verfügbar. Und wenn wir jetzt mal den Packer-Build anstoßen. Sehen wir einfach, dass wir uns eben auf, per SSH auf das System verbinden. Wir geben hier einmal unsere Variablen aus, die wir eben angegeben haben. Und dann beendet sich das Ganze wieder. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist, Packer setzt uns zwei Variablen. Das ist einmal hier der Packer Build Name vom Type Null. Und den Packer Build Type auch mit dem Typ Null. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Shell-Skript verwenden würden, könnten wir da drin auch noch überprüfen, von welchem Provisioner wird das eigentlich aufgerufen. Manchmal gibt es ein paar Probleme, dass wir zum Beispiel sagen wollen, okay, bei Amazon sieht das System noch nicht ganz so aus, wie wir es haben wollen. Oder es gibt ein paar Eigenheiten und da wollen wir ein Shell-Skript nicht komplett durchlaufen lassen, sondern wir überprüfen einfach kurz, sind wir auf dem entsprechenden System von der Umgebung oder nicht und können dann gewisse Dinge ausführen oder auch eben skippen.
Okay. Wenn wir jetzt mal ein weiteres Beispiel anschauen mit VirtualBox, da haben wir den VirtualBox ISO Provider. Das heißt, wenn wir den Build einmal ausführen würden, würden wir eben eine virtuelle Maschine mit VirtualBox anlegen lassen, die noch leer wäre. Wir würden sie von komplett leer eben provisionieren und eben das Betriebssystem installieren und dann eben als Image rausgeben. Was da vielleicht ganz interessant ist, wir müssen einmal, wenn das System eben startet, müssen wir ein Boot-Command angeben und dass die Installation automatisch klappt und wir keine Fragen beantworten müssen, können wir zum Beispiel bei einem Debian-System Preseed-File angeben. Wenn wir zum Beispiel ein Red Hat installieren würden, könnten wir auch ein Kickstart-File angeben. Und Packard stellt uns eben diesen HTTP-Server hier bereit, über die IP und den Port. Und ein Stück weiter unten geben wir noch das HTTP-Directory an. Wir sehen hier, das ist auch dieses Directory hier. Das heißt, es wird einfach gesurft und ist für die VM verfügbar. Zusätzlich ist es noch wichtig, dass wir einmal eben angeben, wo die Guest Editions sind. Das heißt, wenn wir VirtualBox verwenden, dass eben die Guest Editions installiert werden können. Beziehungsweise, wenn wir VMware verwenden würden, wäre es hier auch interessant, dass wir eben angeben könnten, wie die VMware-Tools auf das System draufkommen. Das ganze System wird auch headless installiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das auf einen Jenkins bauen würden, es geht nicht irgendwie ein Bildschirm auf, weil er vielleicht gar kein X installiert hat und so weiter, sondern es läuft einfach headless. Zusätzlich können wir noch angeben, von welchem ISO wir das Ganze installieren wollen. Das heißt, da würde sich auch Packard darum kümmern, dass wenn das ISO eben vorhanden ist, dass es verwendet wird, beziehungsweise wenn es nicht da ist, dass es eben entsprechend aus den Quellen runtergeladen wird. Wir müssen auch einmal noch angeben, mit welchem Benutzer wir uns eben auf das System verbinden können, um im späteren Schritt, wenn wir mit den Provisioners eben kommen, uns per SSH verbinden können und uns da eben authentifizieren können. Genau. Zusätzlich gibt es auch noch die Option, zum Beispiel zu sagen, okay, ich würde noch den Arbeitsspeicher gerne von der VM ändern, beziehungsweise die CPUs, die würde ich auch noch gerne angeben, wie viele ich verwenden will. Genau. Was wir vom Prinzip machen ist, wir gucken uns hier dann mit den Scripts einmal eben an, dass wir eben die Guest Editions installieren für VirtualBox, weil der obere Teil von dem Builder, der kann uns nur das ISO bereitstellen und dann laufen eben noch ein paar Skripte ab. Zum Beispiel das Minimize ist noch ganz interessant. Da deinstallieren wir noch ein paar Pakete, die wir nicht unbedingt brauchen. Beziehungsweise wir kümmern uns auch darum, dass der Festplattenplatz, den wir nicht verwenden wollen, dass der eben mit Nullen aufgefüllt wird. Also wir schreiben von Dev Zero den restlichen Platz quasi voll. Das hat eben den Vorteil, dass wir, wenn wir das Image nachher packen, dass es kleiner ist. Okay. Habt ihr soweit dazu Fragen? Noch nicht, okay. Ja? Du meinst, die Frage ist, sind die Scripts custom von mir oder werden die von Packer mitgeliefert? Die sind nicht von mir. Also es gibt eine relativ große Community um Packer drumherum. Ein großes Projekt ist zum Beispiel Boxcutter. Gerade für VirtualBox, für VMware, für Parallels und so weiter, bieten die für relativ viele Betriebssysteme schon fertige Skripte an. Ein weiterer Teil ist noch ist BentoBox von Chef. Die kümmern sich natürlich um die chefspezifischen Sachen, aber da ist eine ziemlich große Community drumherum, wo man sich das auch scheren kann. Also wenn man wirklich dann anfängt und sagt, du willst irgendwie von null anfangen und provisionierst dein Basisbetriebssystem auch, da gibt es ziemlich viel. Also, wir können auch mal ganz kurz bei GitHub vorbeigucken. Boxcutter. Also für alle gängigen Linux, für Windows und so weiter. Also es gibt wirklich viel. Die sind nicht immer ganz so aktuell, aber in der Regel
So mit 2, 3 Wochen Vollzug findet man eigentlich immer die aktuellen Sachen dann, wenn eine neue Distro rausgekommen ist. Also das ist unbedingt mal anschauen. Genau. Ja. Also die Frage ist, was wir jetzt bisher gesehen haben, war für viele Provider das einfach, die irgendwie virtuelle Maschinen erstellen, beziehungsweise für Cloud-Umgebung. Die Frage ist, wird auch LXC für Linux unterstützt? Weiß ich gerade nicht auswendig, können wir mal ganz kurz nachgucken. Also offiziell haben sie nichts dabei. Sie unterstützen auf jeden Fall Docker, aber für LXC müsste man gucken. Aber ja, es wird auch 1:1 unterstützt. Genau. Aber die ganzen Shell-Skripte hier sind relativ einfach gestrickt und genau. Dem Bild habe ich für uns schon mal vorbereitet. Das läuft eine Weile, bis das dann alles fertig ist. Im Prinzip fällt dann hier sowas in der Art raus. Das heißt, es fällt einmal unser Disk-Image eben raus, beziehungsweise die Beschreibung von unserer virtuellen Maschine. Da ist vielleicht ganz interessant, wenn man irgendwie in der Firma sowas über Teams übergreifend ausrollt, ist natürlich die Frage, kümmert sich hier das Team um das selbst oder gibt es irgendwie sowas, dass man sagt, na, wenn Betriebssystem, wenn da ein gewisser Stand rauskommt, gibt es ein Basis-Image, das Auto haben wir automatisiert gebaut, deployen das auch, beziehungsweise stellen das bereit. Und wenn ich da meine Anwendung eben zusätzlich noch eben in einem Image ausrollen will, dass ich dann auf dem aufsetze. Wir machen das auch mal an einem Beispiel. Und zwar mit der Urlaubsverwaltung. Schauen wir uns da einfach mal den VirtualBox OVF Bilder an. Im Prinzip geben wir einmal an, wo eben unser Image herkommt. Wir geben wieder an, wie wir uns per SSH drauf verbinden können. Die Guest Editions wollen wir jetzt nicht mehr installieren, weil das schon in unserem Basis-Image vorhanden ist. Einen Screen brauchen wir dafür auch nicht. Wir geben noch einen Shutdown-Kommando an. Genau. Als erstes erzeugen wir einfach mal mit einem Inline-Shell-Skript eine kleine Info, welche Urlaubsverwaltungsversion wir eben auf dem Image ausrollen, beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt wir eben das Image auch erstellt haben. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Shell-Skript für mehrere Provisioner verwenden will, beziehungsweise für verschiedene Bilder, ist es oft so, dass zum Beispiel, wenn ich mich zu EC2 verbinde und dann eben dort ein Kommando als Root ausführen will, sieht es oft anders aus wie zum Beispiel in VirtualBox. Hier müssen wir zum Beispiel noch unser Passwort mitschicken, dass wir eben sudo werden können. Bei EC2 wird es ein kleines bisschen anders aussehen, beziehungsweise da hängt es auch immer stark davon eben ab, mit welchem AMI man da unterwegs ist. Hier ist noch ein interessanter Punkt, wenn ich dann eben so einen Shell Provisioner verwende und dann per SSH auf das System draufgehe, ist es natürlich auch möglich, dass wir eben Environment-Variablen explizit dafür setzen können. Und hier setzen wir einfach die Variable, die haben wir unten definiert, dass wir eben, wenn wir das Ganze als Vagrant-Box paketieren, dass wir das dann eben auch per Vagrant-SSH erreichen können, ohne explizit uns per Passwort zu authentifizieren. Genau. Zusätzlich ein wichtiger Punkt ist noch, wenn man Configuration Management Werkzeuge einsetzt, wie Chef oder Puppet, muss man am besten bei Chef nachgucken, ob eben der Provisioner selbst sich darum kümmert, dass das Configuration Management Tool installiert wird. Bei Chef ist zum Beispiel so, dass sie das gleich mit eingebaut haben. Da muss man sich nicht darum kümmern, dass das Image irgendwie Chef mitbringt. Bei Puppet müssen wir uns explizit darum kümmern. Deswegen installieren wir erstmal Puppet für uns, dass wir dann später zum Beispiel mit einem Puppet Masterless einfach das, mit Puppet das System provisionieren können.
In dem Vagrant-Script kümmern wir uns einfach noch darum, dass zum Beispiel der Benutzer vorhanden ist oder falls er noch nicht vorhanden ist, eben vorhanden ist, beziehungsweise wir tragen noch den SSH-Key ein. Da gucken wir nachher auch ganz kurz mal rein, wie wir dann eben auf so eine Variable zugreifen können. Beziehungsweise hier schauen wir uns dann noch ganz kurz das Manifest an, wie wir in Puppet die Urlaubsverwaltung installieren. Es sind aber ein paar Zeilen Code nur. Das sollte jeder verstehen, auch vielleicht, wenn man noch nie Puppet gesehen hat. Zum Schluss räumen wir noch mal ein paar Sachen auf, dass wenn wir zum Beispiel per apt-get Sachen installieren, dass die nicht in apt-cache rumliegen, dass die Update-Files alle weg sind und so weiter, dass wir gucken können, dass das Image möglichst klein ist. Genau. Und zum Schluss gucken wir eben noch, dass wir eben einen Post-Processor haben vom Typ Vagrant. Das heißt, wenn das System nachher fertig provisioniert ist, wird es runtergefahren. Das Image wird genommen und eben in den Vagrant-Box paketiert. Wenn wir uns einmal kurz die Skripte dazu anschauen. Sehen wir einfach, dass wir einfach wie bisher eben auf Environment-Variablen zugreifen können. Das heißt, hier erlaubt es uns Packer eben auch einigermaßen flexibel zu sein. Wenn wir uns das Puppet anschauen, das ist vielleicht der Hinweis einmal. Die Frage ist, ob man hier zum Beispiel den ganzen Source Code, den man hat und masterless provisionieren will. Wie bekommt man da die ganzen Module, die man Puppet verwendet oder die Cookbooks, die man vielleicht in Chef verwendet, auf das System? Da kümmert sich einmal der Puppet bzw. Chef Provisioner. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass sie irgendwie auf der lokalen Festplatte und an der Stelle, wo eben Packer läuft, verfügbar sind. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Chef-Client das Ganze zu provisionieren, beziehungsweise dass wir auch sagen, okay, wir möchten, wenn wir ein Puppet-Agent laufen lassen, gegen einen Puppet-Master gehen, aber da müsste man sich dann auch noch darum kümmern, dass die Systeme dann entsprechend im Puppet automatisch angenommen werden und dann provisioniert werden können. Wenn wir uns einmal ganz kurz das Manifest anschauen, unser Basissystem ist ein Debian Chassis, da müssen wir uns einmal darum kümmern, dass eben noch die Backports verfügbar sind. Dadurch, dass die Urlaubsverwaltung eine Java-Anwendung ist und einen Java 8 braucht, müssen wir eben uns auch noch darum kümmern, dass einmal das Paket verfügbar ist, beziehungsweise wir fügen noch das Urlaubsverwalt den Synnex-Key, den PGP-Key, diesem System hinzu, dass wir, wenn wir eben die Urlaubsverwaltung bei Debian-Paket installieren wollen, das eben erlaubt wird. Zusätzlich geben wir hier einmal noch die Apt-Sourcen an, über die wir die Urlaubsverwaltung installieren können. Und schlussendlich installieren wir noch das Paket der Urlaubsverwaltung. Habt ihr soweit Fragen dazu oder ist es klar? Ja. Zu dem hier, ja. Genau, ja. Ja, wir schauen uns ganz kurz, also wenn wir wollt, können wir uns auch ganz kurz mal ein Beispiel dazu anschauen. Ich habe hier auch einmal das Urlaubsverwaltung JSON angegeben. Das heißt, hier haben wir einmal den Amazon-Builder drin, den Docker-Builder und den VirtualBox, OVF. Und wenn wir da an die Stelle hingehen, zum Beispiel hier, sehen wir, okay, diesen Install Vagrant Key und Vagrant Setup wird eben nur für diesen Provisioner ausgeführt, weil die anderen Sachen wollen wir nicht als Vagrant-Box paketieren. Und hier unten ist vielleicht noch interessant, okay, das Beispiel von vorhin, wenn wir sagen, okay, wir wollen irgendwie root werden, wie sieht bei einem Debian-Image das bei Amazon aus? Da gehen wir halt mit sudo minus i rein, beziehungsweise bei VirtualBox schicken wir unser Passwort noch einmal mit. Hier vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung, hier geben wir einmal die Variablen, die irgendwie gesetzt werden, noch den ganzen mit. Und hier in dem Path, da wird eigentlich das Kommando dann mitgegeben, das beziehungsweise das Skript oder die Skripte, die wir hier oben definieren, je nachdem, ob wir das Inline verwenden, beziehungsweise die Script-Section. Ist es so okay für dich? Okay, sehr gut. Okay, bauen wir einfach mal kurz so ein Image für die Urlaubsverwaltung.
Genau, was wir da einmal angeben, wir sagen einmal Packer Build einfach, dass wir eben ein Image bauen wollen. Hier schränken wir zum Beispiel den Build nur auf den VirtualBox Bilder ein, sonst würde für Amazon und der Docker-Container auch noch gebaut werden. Beziehungsweise hier geben wir noch an, welche Version der Urlaubsverwaltung wir verwenden wollen. Und hier geben wir einfach noch das große File an, das wir gerade gesehen haben. Wenn wir uns jetzt hier mal den Verlauf anschauen, sehen wir eben, okay, der verwendet hier unser OVF-File, beziehungsweise erstellt aus dem Ganzen dann auch eine virtuelle Maschine. Er kümmert sich auch darum, dass eben SSH für die virtuelle Maschine von außen erreichbar ist und das System wird dann eben auch gestartet. Es dauert ein kleines bisschen. Könnt ihr das lesen oder noch ein bisschen größer? Genau, der wartet eben kurz, bis das System verfügbar ist. Wir sehen jetzt auch immer bei dem Output hier die einzelnen Schritte, die wir dann sehen. Ja, es kommen ein paar Puppet Warnings dazu, aber das ist ein anderes Thema. Es installiert sich alles. Aber wenn wir jetzt unterschiedliche Bilder hätten, würden die einmal mit dem entsprechenden Bildernamen hier vorne dastehen, beziehungsweise die Farben, die verwendet werden, sind pro Bilder eben eindeutig. Der führt die dann parallel aus, ja. Also du kannst es einzeln starten im Debug-Mode, beziehungsweise du kannst mit Only das auf bestimmte Bilder einschränken, aber wenn du jetzt keine Einschränkung machst, dann nimmt er alle Bilder, die in dem File angegeben sind. Genau, hier unten kommt auch noch der Schritt, dass wir eben uns darum kümmern, dass das Root-File-System eben mit Nullen zugeschrieben wird, dass wenn wir das Ganze dann nachher komprimieren wollen und zippen wollen, dass es dann nicht ganz so groß ist. Ja. Okay, aber man merkt ja schon ein bisschen dadurch, dass relativ viel Disk.io ist und so weiter und es lokal auf dem Laptop läuft, das dauert einfach ein bisschen. Da vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr irgendwie virtuelle Maschinen auf dem Jenkins oder dem Build-Server eurer Wahl nutzen wollt und bauen lassen wollt, müsst ihr aufpassen, wenn ihr 64-Bit-VMs bauen wollt, dass es vielleicht direkt Bare Metal ausgeführt wird, beziehungsweise wenn ihr 32-Bit-VMs bauen wollt, das sollte auch in der virtuellen Maschine gehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem, was da die Anforderungen sind. Bei, also 64-Bit-VMs in, also eine 64-Bit-VM in einer 64-Bit-VM zu provisionieren, hat nicht funktioniert oder läuft nicht wirklich. Also ich weiß nicht, wie es aussieht aktuell, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr hat nicht wirklich funktioniert und keinen Spaß gemacht. Genau, hier sehen wir eben wieder, dass die VM dann runtergefahren wird, beziehungsweise der Export von dem Image vorbereitet wird. Und dann gleich auch entsprechend eben als Vagrant-Box paketiert wird. Okay, während das hier noch läuft, können wir uns vielleicht einmal ganz kurz noch die Urlaubsverwaltung anschauen.
Da gibt es auch irgendwo ein Testsystem, da loggen wir uns einfach mal ganz kurz ein. Genau, wir haben uns jetzt einfach mal mit einem Benutzer eingeloggt, der so eine administrative Rolle hat. Das heißt, der sieht natürlich einmal für sich seine ganzen Sachen. Genau, er sieht einfach seine aktuell gestellten Urlaubsanträge. Er sieht aber auch, was für Krankheitstage er bisher hatte. Und zusätzlich kann dieser Benutzer eben auch für andere Mitarbeiter Urlaubsanträge genehmigen oder ablehnen. Das heißt, es sind alles noch gestellte Urlaubsanträge. Und wir können uns aber auch mit einem anderen Benutzer anmelden. Und einfach mal einen Urlaubsantrag quasi stellen. Das heißt, so haben wir einfach die Möglichkeit, digital unseren Urlaub zu verwalten, ohne irgendwie noch mit viel Zettelwirtschaft arbeiten zu müssen. Genau. Wenn wir das Ganze dann als virtuelle Maschine irgendjemand mit an die Hand geben wollen, haben wir das zum Beispiel jetzt gemacht. Wir haben da eine Vagrant-Box rausgebaut. Das heißt, wir können die auch mal ganz kurz bei uns lokal starten. Dann haben wir die bei uns hinzugefügt. Sorry, das war mein Fehler, genau. Wir geben der ganz kurz noch ein bisschen Arbeitsspeicher mit, dass sie nicht uns gleich um die Ohren fliegt, weil Java-Anwendungen sind doch etwas arbeitsspeicherhungrig. Vielleicht geben wir auch noch kurz. Ja. Ich ändere noch ganz kurz den Netzwerkport, dass wir eben auch drauf zugreifen können. Okay, aber wie wir jetzt gesehen haben, das Box bauen, das dauert eine gewisse Zeit, das nimmt immer ein bisschen Zeit in Anspruch, aber wenn wir dann so ein fertiges Image haben, können wir relativ schnell an beliebige Leute, die eben eine Virtualisierungsumgebung irgendwie schon installiert haben und ausgerollt haben, das Image denen eben geben. Das heißt, die müssen sich nicht erst darum kümmern, wie sie die Urlaubsverwaltung zum Beispiel installieren müssen, beziehungsweise eure Anwendung, wie die installiert werden muss. Und so kann man den Einstieg relativ einfach machen. Eine Frage stellt sich natürlich immer, wie weit konfiguriert man so ein System vor, beziehungsweise wie viel muss man noch konfigurieren, wenn man eben so ein Image ausgerollt hat. Bei uns ist zum Beispiel noch so, dass wir eine ganz kleine Konfiguration machen müssen. Und zwar starten wir die Urlaubsverwaltung einmal in sogenannten Dev-Mode. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass eine entsprechende Datenbank vorhanden ist, beziehungsweise dass wir uns gegen den AD oder den LDAP authentifizieren wollen müssen, sondern es kommt einfach mit initialen Daten einfach schon mit. Okay, wir müssen noch ganz kurz warten, bis dann die initialen alle Daten importiert wurden.
Okay, aber das sieht soweit ganz gut aus. Also es sind irgendwelche Dummy-Daten von irgendwelchen Urlaubsanträgen. Wichtig ist aber, wenn man halt mal so ein System bekommt und mal ein bisschen mit rumspielen will, das vielleicht nicht ganz nackt ist, dass man es mal ein bisschen anschauen kann, wie es verwendet werden könnte. Okay, verbinden wir uns mal auf das System. Können wir uns wieder mit demselben Benutzer einloggen, wie auch auf dem Demosystem. Aber das heißt, so können wir es eben ermöglichen, wenn wir irgendwie eine Appliance ausrollen wollen für verschiedene Plattformen, den Kunden es relativ einfach zu machen, sehr schnell ein existierendes System zu bekommen. Genau, wir können da auch einfach mal einen Urlaubsantrag stellen. Zum Beispiel der Brückentag demnächst wäre nicht schlecht. Genau. Und so ist einfach das Schöne, dass wir einfach sehr schnell den Kunden so ein System bereitstellen können. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir eben so VMs bauen und so weiter, da kann ja auch jede Menge schief gehen. Das heißt, wie kommen wir da eigentlich weiter, wenn wir so einen Problemfall haben, dass wir eben sagen können, okay, hier und an der Stelle ist es kaputt gegangen, beziehungsweise hier. Das heißt, ab und zu wäre es ganz cool, wenn wir uns irgendwie per SSH auf das System verbinden könnten, ohne dass Packer eben sagt, naja, es ist ein Fehler aufgetreten und er deprovisioniert das System und schmeißt es sofort weg. Das heißt, da können wir uns das auch mal ganz kurz anschauen. Und zwar, schauen wir uns mal kurz die Debug-Demo an. In der Debug-Demo ist es einfach so, dass wir sagen, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel einen Docker-Container verwenden, der auf Basis von Jesse Backports läuft. Wir geben gewisse Metadaten rein, und zwar das ist einmal die Environment-Variable lala ist gleich Lulu. Und genau, wir führen einmal ein Shell-Skript aus. Das sieht eigentlich so aus, als könnte es funktionieren. Aber hier haben wir zum Beispiel auch ein Shell-Skript, das vielleicht nicht ganz so lieb ist und unser Bild kaputt machen könnte. Wenn wir das dann einmal ausführen, sehen wir einfach, hier geht es relativ schnell, dadurch, dass wir eben mit Containern unterwegs sind, sehen wir, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das hat soweit funktioniert. Was uns aber vielleicht ein bisschen stört, ist dieses Going to Die Script. Das war irgendwie so das Letzte, was ausgeführt wurde. Ist eben mit einem Exit Status 1 rausgegangen. Das heißt, die ganzen Shell-Skripte oder Provisioner, die durchlaufen, sollten am besten mit dem Exit Status 0 enden. Das heißt, unsere Provisionierung ist erfolgreich durchgelaufen. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, möchten wir uns eben mal in den Container umschauen, was es da so gibt. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, eben zu sagen, wir wollen nach den einzelnen Schritten uns immer auf den Container verbinden können und ihn einfach mal untersuchen. Beziehungsweise, vielleicht gibt es auch irgendwie ein Problem mit dem Provider, den wir verwenden, vom Packer. Und wir würden uns auch gerne mal anschauen, was da eigentlich passiert. Das heißt, wir könnten auf der einen Seite einmal das Logging, das wir hier sehen, ein bisschen mehr verbose machen. Das können wir mit Packer Log auf einsetzen. Beziehungsweise, wenn wir eben diesen Build debuggen wollen, können wir das Ganze noch mit Debug starten. Das heißt, nach jedem einzelnen Schritt, wenn irgendwas Neues läuft, fragt uns eben Packer, hey, bist du dir sicher, dass du weitermachen willst, dass wir eben direkt einsteigen können und das System untersuchen können. Auf der einen Seite sehen wir hier einmal, dass wir relativ viele Metainformationen bekommen von den ganzen Plugins, die eben Packer so verwendet. Aber der erste Schritt haben wir vorher gesehen, das ist eigentlich soweit gut gelaufen. Das können wir einfach mal weiterlaufen lassen. Wo wir gesehen haben, dass es eben kaputt gegangen ist, war eben irgendwie dieses komische Shell-Script. Genau, das sah eigentlich auch noch gut aus.
Das heißt, hier oben haben wir noch gesehen, wurden unsere Umgebungsvariablen angezeigt. Und wenn wir nochmal einen neuen Tab aufmachen, sehen wir auch, hier läuft unser Container und er wird nicht weggeschmissen. Das heißt, wir können uns auch mal kurz in den attachen. Das heißt, wir können auch gucken, zum Beispiel das Shell-Script, das wir eben vorher gesehen haben, das jetzt gleich laufen wird, was mit dem passiert. Das liegt irgendwo unter Temp. Das heißt, okay, das sagt eigentlich nur Echo going to die und endet eben mit dem Exit 1. Das heißt aber, so haben wir einfach die Möglichkeit, wenn wir eben so einen Build-Prozess haben, den auch mal zu analysieren und entsprechend zu troubleshooten. Das funktioniert nicht nur mit dem Docker. Bilder, sondern es funktioniert auch mit dem von EC2 von Amazon. Funktioniert auch mit dem bei Azure. Das heißt, hier können wir wirklich in den Bildprozess eingreifen und tiefgehend eben analysieren, wo das Problem dann wirklich steckt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit Puppet irgendwas provisionieren wollen, können wir eben hier auch gucken, was ist eigentlich mit Puppet passiert. Wir können da im Puppet mal Debug anmachen. Das bietet uns einfach die Möglichkeit, dass wir wirklich tief in das System reingehen können, ohne jedes Mal von Grund auf das Ganze laufen zu lassen, weil es ist dann doch zeitintensiv. Wir können es mal kurz ausprobieren. Ah, ich habe kein VI installiert. Wie ändern wir das am schnellsten? Und dann? Ah, sorry. Aber normalerweise müsste es doch auch so gehen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir können es ja mal auch kurz noch ausführen. Das sieht soweit gut aus. Und wenn wir jetzt den Packer-Prozess weiterlaufen lassen, einen Moment. Ja, also es kam einmal dieses Docker going to die. Das sieht gut aus. Aber er hat jetzt nicht irgendwie rumgemeckert, dass er mit einem Exit endet with 1. Ah, dann war ich schon vorbei. Okay. Aber. Ja, das könnte sein. Aber wir können das nochmal kurz hier kurz anpassen, auf 0 ändern. Und im Bild eben nochmal durchlaufen lassen. Genau, hier sehen wir, dass es besser aussieht. Genau, das heißt, so können wir einfach da reingehen und den Prozess analysieren. Habt ihr soweit Fragen? Ja, hier ist eine Frage. Mhm. 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 Und ich habe es dann jedenfalls auf die Schnelle an dem Abend nicht geschafft, den Timeout zu ändern. Weil den hätte ich nämlich gebraucht, um wirklich debuggen zu können, was an der Stelle schief geht. Weil ein Schritt vorher, ich meine, du machst jetzt immer einen Schritt und dann guckst du, was los ist. Es kann dir aber während eines Schrittes, kann irgendwas nicht funktionieren im Hintergrund, was du gar nicht siehst. Ja. Von den Bildern.
Bilder drin, was für Timeouts da eingestellt sind für bestimmte Schritte. Ich weiß nicht, ob du da schon mal. Also hatte ich bisher noch keine Probleme mit Timeouts, aber das könnte schon sein, dass die bilderabhängig sind, ja. Also habt ihr schon irgendwie Erfahrungen mit Packer gesammelt? Wie seid ihr da so vorgegangen mit so Problemanalysen und so weiter? Okay, da ist noch eine. Okay. Ja, und bei Amazon ist zum Beispiel auch so, wenn man das im Debug-Mode startet, das gibt eigentlich in der Regel einmal an, auf welchem System das dann läuft, mit welchen Security Groups und so weiter, und das dumpt einem auch den SSH, den Private Key, auf die Festplatte, dass man sich mit dem verbinden kann. Also da ist das Tooling eigentlich schon ziemlich gut, dass man da dann auch analysieren kann. Okay, habt ihr noch irgendwie weitere Fragen oder sollen wir uns nochmal ein Beispiel anschauen? Okay, da hinten ist noch eine Frage. Ja, also die Frage ist, wenn wir irgendwie so nicht das bei uns lokal auf unserem System ausführen, sondern vielleicht irgendwie auf einem externen System, wie sieht es aus mit der Netzwerkkonfiguration von den VMs, die dann irgendwie provisioniert werden sollen? Also in der Regel ist zum Beispiel so, wenn wir nochmal zu dem VirtualBox-Beispiel zurückkommen, der Packer VirtualBox-Builder, der kennt eben die API von VirtualBox. Und dann legt er über die API entsprechend eben die virtuelle Maschine an und konfiguriert eben auch das Netzwerk für die VM, beziehungsweise konfiguriert dann eben auch, dass eben die VM eine IP bekommt, beziehungsweise auch das Port Forwarding an die VM. Ja, also es ist kein Deployment-Tool, ja. Also wir bauen eigentlich nur das Image. Deine Frage ist vielleicht eher, wenn ich das Image habe und es irgendwo ausrolle, wie wird dann da vielleicht die Netzwerkkonfiguration gemacht? Also bei Amazon ist zum Beispiel so, ein Linux-Image sollte auf jeden Fall Cloud-Init installiert haben. Und da kann es dann eben unter einer bestimmten IP-Adresse, bin mir nicht sicher, wie die genau das machen, sich eben das Cloud-Init-File dafür abholen und dann wird beim Booten des Systems, wird zum Beispiel der Hostname gesetzt, es wird die richtige IP-Adresse gesetzt und so weiter und so fort, die dann eben die Cloud-Umgebung bereitstellt.
Beantwortest du ungefähr deine Frage? Also ist wirklich der Problembereich danach, ja. Also hier kümmert sich Pekka eben nur darum, dass eben so eine virtuelle Maschine irgendwie angelegt wird. Und es kümmert sich auch darum, dass Dateien reinkopiert werden können und eben bestimmte Prozesse ausgeführt werden. Aber wichtig ist eben, dass man sich auch nochmal damit beschäftigt, in welcher Umgebung man nachher das ganze System hochfahren will und muss dann entsprechend auch gewisse Tools installieren. Also bei Amazon ist zum Beispiel Cloud Init, was total wichtig ist. Wenn man bei Azure unterwegs ist, ist eben wichtig, dass man den entsprechenden Linux-Agent dafür installiert hat. Genau, dass eben gerade so Sachen wie die Basisnetzwerkinfrastruktur und Konfiguration, wie kann die aussehen, dass sie dann eben ausgerollt wird. Das mit den DNS-Namen ist nochmal ein anderes Problem. Da geht es dann wirklich um die Cloud-Umgebung und wie du da die Sachen deployst. Also wir können uns sowas zum Beispiel auch einmal ganz kurz anschauen, wie sowas bei Amazon aussehen würde. Wir haben ja vorher bei der VirtualBox bzw. bei der Wide-Grain-Kiste gesehen, dass wir irgendwie per SSH auf das System drauf sind, noch gesagt haben, wir würden es gerne im Dev-Mode starten. Okay, hier noch. Ja. Genau, also wir können uns zum Beispiel nochmal das Urlaubsverwaltung anschauen. Wenn wir dann nach ein Stück nach unten gehen, ist zum Beispiel auch eben der Teil dabei, dass wir eben den Container pushen wollen. Das heißt, bei den Post-Processors kümmern wir uns einmal auf der einen Seite darum, dass wir eben sagen, okay, also den VirtualBox bzw. Vagrant wollen wir nur für den VirtualBox-Builder verwenden. Und das System, das dann eben nachher auf dem Docker-Hub landet, das würden wir gerne nur für den Docker-Builder laufen lassen. Aber wichtig ist eben auf der einen Seite, dass wir einmal das einschränken, dass es wirklich nur für den Docker Bilder verwendet wird, weil wenn wir das nicht machen, das erkennt Packer nicht, dass das Artefakt, das reinkommt, vielleicht eine EC2-Instanz ist oder ein VirtualBox-Image, das müssen wir da explizit einschränken. Ja. Ja. Ja, also ganz kurz vielleicht. Also in der wirklichen Welt würde man es wahrscheinlich so machen, dass man irgendwie den Load Balancer, die Datenbank und so weiter, dass man die irgendwie als richtige Umgebung vielleicht per Vagrant paketiert und auch ausrollen kann, dass man vielleicht 4, 5 VMs hochfährt, lokal bei sich.
dass man wirklich so dieselbe Umgebung hat von der Infrastruktur und dass man eben zum Beispiel über die Service Registry nur noch seine lokale Instanz von der gewissen Anwendung, die man halt hat, eben damit reinklingt, die dann vielleicht direkt auf dem Laptop läuft, je nachdem, wie da die Umgebung aussieht, aber dass man die ganzen Dependencies an Datenbanken, Load Balancern und so weiter, dass man die schon als fertiges Image den Leuten bereitstellt. Weil wo es halt ein bisschen Probleme gibt, ist, wenn du vielleicht sagst, okay, du fährst jetzt mit Vagrant ab, deine Systemumgebung hoch, hast aber wirklich nur die Base-Images, wo das Betriebssystem drin ist, dann musst du dich auch darum kümmern, wie werden die ganzen Images wieder provisioniert, dass der Load Balancer mit dabei ist und so weiter und so fort. Und da haben wir zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es den Entwicklern das Leben super vereinfacht, wenn sie die fertigen Images bekommen von der Infrastruktur und dass sie nicht erst eine Stunde warten müssen, bis die Systeme provisioniert sind. Weil oft ist dann so, na, habe ich Zugriff auf die Puppet-Sourcen, auf die Chef-Cookbooks und so weiter. Will ich das allen ermöglichen oder auch nicht? Aber die Anwendung, hätte ich gesagt, wirst du wahrscheinlich bei dir lokal irgendwie laufen lassen. Aber so die Umgebung drumherum stellt man per Images dann bereit. Okay, du hattest noch eine Frage? Okay. Ja, also vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden, ob man irgendwie gerade lokal irgendwie was hacken will, wo dann mein Microservice oder meine Anwendung läuft, beziehungsweise wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht eher von der Co-Abteilung kommt und so weiter, dem gebe ich vielleicht das komplette Image, wo meine Anwendung mit drin ist und ich als Entwickler von dem Service, der hat es vielleicht bei sich auf dem Laptop laufen, aber die Instanzen drumherum mit den ganzen Services wie Datenbank, Load Balancing und so weiter, werden vielleicht doch die sein, die auch irgendwo in Produktion laufen. Genau, also bei dem VirtualBox haben wir das so gemacht, dass wir einmal eben das Basisbetriebssystem installiert hatten mit den Guest Editions und den Treibern und so weiter. Und auf Basis dessen haben wir dann die Anwendung darauf installiert, genau. Bei Docker funktioniert das alles ein bisschen fluffiger, aber es ist auch mit VMs möglich. Okay, du hast noch eine Frage? Also die Frage, ja, also die Frage ist, wenn ich jetzt so ein Image erzeuge, an welcher Stelle würde man das Image testen wollen? Und wo kommt man am besten rein? Also gefühlt würde ich das Image komplett fertig bauen, danach irgendwo deployen und auf das System dann eben die Tests fahren. Oder wie habt ihr das so Erfahrungen gemacht mit Infrastruktur und Tests und Okay, wie baut ihr dann die Images, wenn ihr die nicht mit Packer baut? Okay. Okay, sehr gut. Okay. Die Alternativen zu Packer, also früher gab es mal noch Vivi
mit denen man sich auch darum gekümmert hat, eben VMs zu provisionieren bzw. zu bauen. Terraform würde in dem Ökosystem von HashiCorp einen Schritt weiter ansetzen. Das heißt, ich brauche erstmal mein Base-Image bzw. mein Image, wo meine Anwendung komplett drin läuft. Und Terraform kümmert sich eben dann darum, wenn jetzt eben mein EC2-Image fertig ist, das vom Packer gebaut wurde, dass dann zum Beispiel die Army-ID an Terraform übergeben wird und das dann sich eben darum kümmert, wie das dann ausgerollt wird und wo. Das wäre dann der Deployer. Also Packer ist also da schon so eigentlich der Platzhirsch auf der ganzen. Weil es bietet halt super viele Schnittstellen an, auch zu unterschiedlichen Cloud-Providern und Virtualisierungsprovidern und es funktioniert ziemlich gut. Ja. Also hier sind wir halt wirklich auf die Virtualisierungswelt eben beschränkt. Aber in der funktioniert es ziemlich gut. Okay. Habt ihr sonst noch Fragen? Weil sonst könnten wir den Rest wollen wir diskutieren, aber du darfst gerne noch. Also, zum Beispiel, also meine persönliche Meinung, ich finde es relativ gut und ist auch ziemlich stabil. Also auch die ganzen Versionssprünge, die man in der letzten Zeit hatte. Vor einem Jahr waren wir noch beim 0. irgendwas, relativ kleine Nummer. Vor ein paar Wochen sind wir beim 1.0 rausgekommen und es ist auch gut aufwärtskompatibel einfach gewesen. Also da kümmern die sich schon drum, dass es gut funktioniert. Man muss halt auch ein bisschen sehen, dass eben so die Amazon-Unterstützung bei HashiCorp in der Regel immer sehr gut ist und das andere Ökosystem vielleicht nicht mehr ganz so gut unterstützt wird. Aber in der Regel funktioniert das alles ziemlich gut. Ja. Also vielleicht zur Urlaubs ja, kurz off-topic noch zur Urlaubsverwaltung. Also im Prinzip wird die Authentifizierung von einem Active Directory bzw. von einem LDAP verwendet. Aber sowas wie Teams, die werden in der Urlaubsverwaltung gepflegt, dass man so sieht, man kann einen Urlaubsantrag stellen und sieht dann, okay, der Herr Meier hat auch in demselben Zeitraum schon irgendwie Urlaub und so weiter und so fort. Und diejenigen, die dann den Urlaub akzeptieren können, da gibt es irgendwie so Hierarchiestufen für irgendwelche Firmen, die Teamleiter und so weiter haben. Und die kriegen dann eben eine Notification zum Beispiel per E-Mail. Herr Müller hat einen Urlaubsantrag gestellt. Du selber kriegst auch nochmal einen Urlaubsantrag, aber die müssen in das System einmal rein und auf Ja oder Nein klicken. Aber bei uns ist es zum Beispiel eher so ein Prozessthema, dass jemand irgendwie draufklicken muss und bei uns geht es wahrscheinlich in die Richtung, dass wenn man irgendwie so den Haken setzt mit dem Team abgesprochen, dass man die Urlaubsverwaltung in das Team trägt und dass dann eigentlich kein Teamleiter oder Chef dafür verantwortlich mehr ist. Sondern die sagen dann, naja, das Team weiß schon, was es macht und dann wird der Urlaub in der Regel genehmigt. Aber wenn ihr noch keine Urlaubsverwaltung habt, schaut es euch mal an. Doch, ist auch eine Urlaubsverwaltung. Ich meine. Ich meine, früher habe ich auch mal das Gerücht gehört, dass persönliche Urlaubstage auf Vertrauensbasis gehandhabt wurden. Ist wieder modern, ja. Okay, aber wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal raus, ob es noch irgendwie Pizza gibt und ein bisschen Bier und Cola. Sehr gut.